Mit seinem jüngsten Raketentest löst Nordkorea harsche, internationale Reaktionen aus. Die US-Regierung droht dem Regime, vollkommen zerstört zu werden. Mehr zum Thema: Kim brüstet sich nach Raketentest, können das gesamte Festland der USA treffen, harter Kurs gegen Nordkorea, Donald Trump, Zeitalter der strategischen Geduld vorbei, Misstrauen beim fetten Kim. Die Macht Chinas über Nordkorea ist ein Irrglaube. Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA Deutschland und andere Länder aufgefordert, ihre diplomatischen sowie Handelsbeziehungen mit Pyongyang abzubrechen. Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, warnte Nordkorea in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch zudem, im Falle eines Kriegs werde die Führung in Pyongyang vollkommen zerstört werden. Länder mit diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea sollten diese abbrechen, um den Druck auf Nordkorea im Atomstreit mit dem kommunistischen Land zu erhöhen, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, am Mittwoch, Ortszeit, in Washington. Ruft euren Botschafter zurück, sagte sie mit Blick auf Deutschland. Das Problem Nordkorea betreffe nicht nur die USA, fügte sie hinzu. Nachrichten des Tages: Left 123 Richt Hitziger Maischberger Talkintimfe Inde, Maas und Weidel streiten über Messerattentat. Mehr Raketentest in Nordkorea. Was wir über Kims Waffen wissen, die Faktenlage. Mehr nach Glyphosat-Affäre. Agrarminister Schmidt wird beleidigt und bedroht. Mehr Fluchtursachen weltweit. Deshalb sind Menschen auf der Flucht. Mehr aus Angst vor Brexit. Briten reißen sich um EU-Pässe. Mehr Saudi-Arabien-König bringt Thronfolger in Stellung. Mehr mysteriöser Fund Nazi-Relikte sorgen für Spekulationen. Mehr Tinitzli, TNDT, Ambassador Nikki Haley Adresse.